am Anfang von dieser ganzen Corona-Situation war es halt so, dass man hat sich halt nicht so viel Gedanken darüber gemacht, dass in China das ist und so, aber man hat sich nie wirklich so gedacht, so, oh mein Gott, es ist keinem klar geworden, wie ernst diese Lage einfach ist. Wie bei vielen anderen auch, hat sich mein Alltag durch den Coronavirus ziemlich verändert. Mich nervt es in der Corona-Krise, dass wir unsere Freunde nicht sehen dürfen und zu Hause bleiben müssen. Ich vermisse es, mit anderen zu reden, geschweige denn sie irgendwie zu umarmen. Das vermisse ich wirklich sehr. Ja, jetzt sind wir halt selber hier alle eingesperrt. Negative Aspekte bei mir wäre zum Beispiel, dass meine Mutter, die Dolmetscherin ist, nicht mehr arbeiten kann, weil die ganzen Konferenzen gestrichen wurden. Ich bin noch hyperaktiver als sonst, weil ich halt weniger Sport und weniger Bewegung habe, aber gleichzeitig auch müder, weil mein Schlafrhythmus halt komplett kaputt ist. Es ist auch nicht so einfach, wenn man mit seiner ganzen Familie im Haus eingesperrt ist und vor allem, wenn man gerade so in der Teenage-Phase ist und sich nicht so gut versteht mit seinen Eltern. Because of coronavirus, you are going to be quarantined, but you have a choice. Do you A, quarantine with your wife and child, or B? B. Ich finde, dass viele Medien viel zu viel Drama darum machen. Und dass Leute dann gleich verängstigt sind und Hamstereinkäufe machen. Wenn du unbedingt willst, dann gehe ich jetzt noch mal in diesen blöden Supermarkt und kaufe dein faschistisches Klopapier. Ja, und bring nur den mit! An der Corona-Krise nervt mich, dass die Menschen alle sehr nervös sind und wenn man draußen auf der Straße ist, man direkt angemotzt wird, weil man 1,50 Abstand halten muss, obwohl man es macht. Wir kriegen von meiner Schule Hausaufgaben auf und so, aber es ist echt nicht so einfach, sich halt zu motivieren und zu konzentrieren. Zuversicht gibt mir, dass die ganze Welt in dieser Krise zusammen ist und dass China es geschafft hat, aus dieser Krise rauszukommen. Also meine Zuversicht behalte ich halt durch das kreative Ausleben von mir selber, weil ich halt viel male, dann auf jeden Fall Musik. Ich liebe Musik. Musik ist so das, was mich immer durch meinen Alltag begleitet. Dass wir solidarischer werden von der Gesellschaft her. Wir sehen, oh warte, bei so einer Krise sind wir doch irgendwie auch nur alle Menschen. Viele tun, als würde es nach dieser Corona-Zeit nichts mehr geben. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass es irgendwann endet. Also, dass sich mal alle Chefs aller großen Staaten zusammen hinsetzen und sich mal darum kümmern, dass die Wirtschaft nicht zusammenbricht, dass wir wirklich alle zusammenarbeiten und nicht teilweise egoistische Schweine sind. Außerdem, dass die Natur nicht so ausgebeutet wird. Und da die Politiker jetzt gesehen haben, dass die Menschen und die Gesellschaft dazu bereit ist, Maßnahmen zu akzeptieren, um Risiken zu mindern. Dass man auch Maßnahmen gegen den Klimawandel macht. Für das alles braucht man natürlich tapfere Politiker. Und vielleicht werden die Politiker, die wir jetzt haben, auch tapfer. Vielleicht sehen wir auf einmal mehr, was für Probleme es denn doch gibt. Man sollte motiviert bleiben. Denn egal, was für eine Krankheit kommt, man steht jetzt als Gemeinschaft durch. Dass man halt die Kontakte auf das Möglichste verringern kann, fände ich wichtig zurzeit, da es immer noch sehr viele Leute gibt, die sich nicht dran halten. Was ich definitiv sehr wichtig finde, ist, dass der Virus ja nicht nur für Leute in den Risikogruppen gefährlich sein kann. Er ist ja auch für Leute gefährlich, die nicht in den Risikogruppen sind. Denn halt auch junge Leute sind nicht unbezwingbar. Es ist einfach wichtig, dass man motiviert bleibt und einfach zu Hause bleiben. Zum Schluss will ich noch sagen, dass wenn wir alle zusammenhalten und denen, die es am nötigsten haben, helfen, dann werden wir es auch schaffen, aus dieser Krise rauszukommen. Bleibt gesund!